So, liebe Freunde der Tafelrunde, es ist soweit. Ta-da-da-da. Die Final Battle steht an gegen den Oberbösewicht King Arthur, den wir getötet haben, der uns tötete. Aber trotzdem haben wir es irgendwie überlebt. Wir sind Sir Mordred und unser Widersacher ist King Arthur. Ich gebe zu, diese Story muss man nicht so ganz verstehen, aber es ist ja Fantasy und von daher geht das in Ordnung. Ja, wir haben eigentlich nur einen Verlust. In der Gruft. RIP. Lady Isolde, rest in peace. Requiescat in pace. Die große Liebe von Sir Tristan. Ja, ihr Mann ist bei mir in der Party, also am Hof. Ist er nicht hübsch? Hatten denn noch für Siegel bei sich? Siegel der Verwesung? Nee, Gift. Also mit Gift komme ich im Endfight wohl nicht weiter. Ich meine, es ist am Anfang recht sinnvoll, so Gift fallen stellen, aber später wird es immer unwichtiger. Noch so als kleiner Tipp am Rande. So, ich habe mir mein Dream Team etwa so vorgestellt. Natürlich muss Sir Mordred unbedingt mitkommen. Ist ja der Protagonist. Der muss eh auf alle entscheidenden Story-Missionen mitkommen, klar. Wer sich als perfekter Tank herausgestellt hat, ist Sir Pellias. Seine Loyalität ist auf Maximum 20. Und das bedeutet, er kriegt mehr Schaden. Und das sind also schöne Vorteile, klar. Dann hat sich als perfekter Zauberer, Meister der Magie, Merlin himself herauskristallisiert. Also der gefällt mir besser als Sir Ector, der auch nicht schlecht war gerade am Anfang, weil Merlin kriegt man ja auch erst später im Spiel. Ja. Vor allem hier so ein paar nette Feuerzauber hat er am Start. Der Feuerdrache zum Beispiel schädigt mehrere Einheiten in einer Linie. Aber was auch sehr viel Spaß macht, sind zum Beispiel hier diese schmutzigen Tricks umnebelt und Illusionen. Das fand ich sehr nett. Also der ist auf jeden Fall gesetzt. Ein Zauberer sollte man bei schwierigen Missionen eh immer dabei haben, finde ich. Muss man natürlich nicht, klar, Geschmackssache, klar. Dann sollte man noch vor dem letzten Fight gucken, dass man alle Gesetze, Verordnungen und Ruftitel vergeben hat, die einen Bonus bringen. Was man jetzt hier im Einzelnen freigekauft hat an Verbesserungen, ja, es hängt natürlich vom Geld ab und von den Ressourcen. Alles habe ich nicht voll ausgebaut. Aber grundsätzlich sollte man alle Gebäude am Hof bauen und vor allem am Anfang Kathedrale und Hospiz ist wichtig für die Regenerierung der Helden. Dann sollte man natürlich checken, ob alle Items dabei sind, die nützen könnten. Natürlich Heiltränke oder andere Tränke oder Schriftrollen. Wobei sich herausgestellt hat, dass Heiltränke grundsätzlich erstmal am sinnvollsten sind. Und wir speichern nochmal, damit ich nicht den ganzen Krempel nochmal machen muss, wenn ich scheitere. Wir haben noch eine Nebenmission, die Schwarze Festung, die war sehr ekelig, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt gehen wir zur Hauptmission, die Abrechnung. Every decision I made, every step I took, has led me to the gate to the unknown. Besiege König Athos. I must enter a place where the void of the beyond is wearing away this realm. This is where the final battle with Arthur awaits me. This is where I will save Avalon. Showdown im Knochenwald. Gnade die Verlorenen? Wahrscheinlich ist König Artus himself gemeint, weil das ja irgendwie auch
ziemlich lost. Also, ich gebe zu, es ist der zweite Versuch. Mit dem ersten Versuch Lady Dindrain mit. Das bringt bei mir nicht so viel. Und ja. Und glaube ich, Sir Ector. Aber das hat nicht so richtig gepasst. Oder ich, ja, hab's nicht richtig gespielt. Effektiv genug, klar. Man lernt ja mit jedem Versuch. Ich spiele auf normal Schwierigkeitsgrad. So, es geht los. Wir kommen aus einem Portal. When I woke up in Avalon, I never thought that it would come to this. It's not revenge that drives me, but my duty to save Avalon as a just king. And yet I'm craving for this fight. I want to settle this once and for all. Da ist er! Okay, wir stehen auf einem Plateau, einer Plattform. Mordred, my friend, how desperate and reckless you must be to follow me here. Ich hatte meine Zweifel. Seid ihr es wirklich, Artus? Are you certain about that? Do you seek the Arthur you used to know, or the once and future king you've been chasing all this time? Gibt es da einen Unterschied? Mordred, there's a huge difference. We all change, and still the past is a thorn embedded in swollen flesh. It hurts us. Wollt ihr mir erzählen, dass ich nicht mit dem Richtigen spreche? The lady shattered my soul into pieces. Yes. Ich möchte mit dem Arthur sprechen, den ich einst kannte. You must have realized that by now. That was a smart idea, Sir Mordred. Thank you. If you call for me, he can't stop me talking to you. Fortunately, you understood my cues. Seid ihr wirklich der Artus, den ich einst kannte? I'm your former companion and long-lost enemy, Sir Mordred. But we can't talk for long. I'm weak and... Wie kann es sein, dass ihr schwach seid? Ihr seht stärker aus als je zuvor. It is not me you see here. It's what I have become. An incarnation of the once and future king. In a present, I try to avoid. Was tut ihr? Zerstört Avalon! So will you. I'm saving it, son. Oh, and that takes a huge effort. I might leave a scorched man behind, but the world is still here. What you see here, it's not a failure. It's a success. Don't you understand? I'm still fighting. I'm trying to repel an endless army. I must defeat any. Die Herren brachten mich her, um euch zu vernichten. The lady was wrong. She tried to stop me and it was a mistake. I can still win this battle. Was habt ihr vor? Are you trying to make me talk, son? I know. Wie ich sehe, ist euer dämonisches Ich zurück. I'm not a demon, Mordred. I'm King Arthur. What makes a man if not the purpose? Und wer hat eurem Leben nach dem Tod einen neuen Sinn gegeben? I'm not fighting for the lady anymore. I have a new purpose. It was you, Mordred. When you made a deal with Baelor back in Britannia. When you stabbed me in the Battle of Camlann. You made me immortal. Das Gift, mit dem ich meine Lanze benetzt habe. Of eternal life and an absolute purpose. Indeed, it was a poison for some. A blessing for others. Yes. It was Baelor's blessing that made this Arthur Baelor. A messenger of the dark god. Und was ist die Botschaft? It is a very simple message. It says, I am coming. Also, schon ein bisschen Vorbereitung auf die Fortsetzung, denke ich. Da kommen ja angeblich die
Vor Moria oder so? Und Balor? Hm. Naja. Wir sind jetzt erstmal bei der Final Battle. So, er hat jede Menge Rüstung und Hitpoints. Mal sehen. Also mit unserem Schwächen können wir die Rüstung ziemlich schwächen, wie man sieht. Hat er nur noch 4 Rüstung. Also das ist sehr sinnvoll, dieses Schwächen. Weil man damit Rüstung kaputt machen kann von Gegnern. So, Feenritter. Kannst du schießen mit deiner Magie. Also Fernangriffe sind hier sehr sinnvoll, denke ich. Weil Nahkampf war im ersten Versuch ziemlich... Ja, der macht ziemlich viel Schaden im Nahkampf. Also wenn es geht, vermeiden bitte. Eisschild. Das ist nur ein Punkt, sollte man immer anmachen. Da hat er jede Menge Schutz, magischen Schutz. Deswegen, der Feenritter ist echt, einer meiner Favoriten, absolut. So, ich hoffe, ich habe hier mein Dream Team jetzt, was für Artus besiegt. So, du machst das immer so ein bisschen Wache. Wie gesagt, der perfekte Tank ist der Palace. Ja, kleiner Fernangriff von Merlin. Believe me, Mordred. If you truly wanted to save Avalon, you'd let me. Ja gut, ich meine, es wäre ja auch sonst so einfach, wenn Artus da alleine steht. Natürlich kommen jetzt noch Monster dazu. Ich weiß nicht, sind das Formorians oder. Na, ja, ich glaube Formorian Monster. Okay. For my forefathers. Also es geht darum, Artus erstmal so schnell wie möglich klein zu kriegen. Aber das wird wie in den Vorkämpfen gegen seine Inkarnationen dann auch nicht das Letzte sein, was man sieht, denn er verwandelt sich. Aber wie gesagt, das war im ersten Versuch. In etwas sehr Ekliges. So, Feenritter, du kannst was ab. Und kannst angreifen, wow. Schade, kein Kill. Blitz. Potzblitz. Ja, und bei Merlin ist das Gute... Also ein Spiegelbild von ihm. Das ist sehr gut zur Ablenkung. Illusion, genau. Eissturm, Flächenzauber. Feuerdrache, auch ein Flächenzauber. Bewachen. So, Sir Palace macht auch Bewachen. Falls er mal angreift. Wachtangriff, okay, es bringt nicht viel. Besser als nicht. Oh, er zieht uns ran. Aber das wäre nur die Attrappe. Hehehehe. Jetzt kommen natürlich die fetten Monster, aber sie gehen in die Mitte, was nicht schlecht ist. Wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen auf die Attrappe-Illusion angesprungen. Und da war das schon sehr gut.
Okay. Läuft wesentlich besser als beim ersten Mal. Der Start. Weil da bin ich in den Nahkampf gegangen mit Artus, was nicht gut war. Und ja, die Monster kamen dann auch von den Seiten, was auch nicht gut war. Jetzt läuft es besser. Mal sehen. Kettenblitz kriegen sie. Da brauchen wir mal 3 Ziele. Eins. Nee, reicht nicht. Eine Reichweite. Verwundbarkeit, Rüstung zerstören. Wow, die haben 175 Hitpoints. Die Monster. Und die sollte man auch ja, nicht unterschätzen. Aber am besten, wie gesagt, auch so schnell wie möglich Artus killen. Dann je kürzer ist nämlich dann der Kampf insgesamt. Ist ja meistens so bei den Bossfights hier, den Boss so schnell wie möglich töten, klar. Tja, Merlin. Umnebeln reicht noch nicht von der Reichweite, schon näher ran, ja. Umnebeln ist auch sehr gut. Da greifen die Monster ihre eigenen an. Ist auch ein sehr brauchbarer Zauber. Verschafft Zeit. Und Eissturm, reicht es jetzt? Nee. Oder? Ich warte noch. Ja, hast du da die Illusion zerstört? Kein. War klar. Knochenkäfig. Auf wen? Oh, sie kommen. You must be really desperate. Auf Artus, Mordred. Also auf den Hauptcharakter. Den Käfig muss man dann zerstören. Ich meine, es passiert nichts Schlimmes, aber. Also, es passiert nichts Schlimmes, aber die Einheit, die da gefangen ist, kann natürlich nicht handeln. Was natürlich nicht so gut ist. Feuerball. Bam. Okay, gar nicht schlecht. Und bewachen. Fire and steel. Feenritter ist noch geschützt. Verlangsamung. Verlangsamung auf Artus. Verlangsamung auf Artus, bringt das was? Nee, ich glaube nicht. 100% Widerstand. Also der ist auch ganz gut geschützt gegen manche Zauber. Ah, 4 Punkte über. Nein. Shit. Okay. Teleport in den Rücken. Vielleicht kann ich dann in der nächsten Runde so einen Backstep machen. Schade, 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 schade. Ja, jede Menge Rüstung, kein Problem. Genau, ich muss dann den Knochenkäfig kaputt machen. Aber das machen die Monsterräder für mich. Gut, dass ich noch gewartet hatte. Also, im Prinzip war es gar nicht schlecht. Ja, kill. Sehr gut. Schild an Sturm. Nein, nach vorne. Nee, mach ich bewachen. Okay.
Feuerdrache Illusion, schon wieder verfügbar, gut. Feuerdrache, den Moment, da krieg ich doch... Das ist gut. Ja, das war gut. Dann lohnt sich das, wenn ich Artus auch noch treffe. Illusion. Eissturm. Spare ich mir, glaube ich, noch. Sieben Züge Abklingzahl, ja. Muss ich mir gut überlegen. Hat den Flächenzauber. Ja, wenn ich nur eine Einheit kriege. Ich mach's mal. Schließlich geht's ja auf Artus. Und den müssen wir ja killen. So, können wir jetzt backstabben. Also erstmal den Eisschild. Kann ich erneuern. Das ist ja fast unverwundbar und ein Backstab. Magieangriff. Das überhaupt was gebracht? Okay. 162 Punkte noch. Und jetzt muss ich mal hier Mordet befreien. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch gedauert hätte. Aber auf Dauer ist das natürlich nicht gut. Blitzangriff. Ja, gut. Betäubung hat nicht gewirkt, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber immerhin ein bisschen Schaden. Sturm auf das kleine Monster. Der macht keinen Schaden? Ach, der hat noch ein Schild, Artus. Ich zerstöre die Schilde, okay. Also der hat auch so eine Art magischen Schild. Aber, ja gut, jetzt haben wir es. Jetzt hat er kein Schild mehr. Er brennt noch. Gewetzte Waffe, ja. Da soll man nicht... Oh, das ist schon wieder ein Schild. Oh... Ja, okay, das sollte man nicht zu lange. Also Nahkampf ist nicht gut. Sword or sorcery. Aber ich glaube, wir können ihn jetzt schnell killen. Wenn wir uns Mühe geben. Ja, er hat ein Schild, schade. Die müssen wir erstmal zerstören. What is your command? Hilft ja nix. Langsam auf jeden Fall. Hat er weniger Action Points. Oder auch nicht. 100% Widerstand. Ich glaube, mit Verlangsamen kriegen wir ihn nicht. Wirkt bei ihm nicht. Dann versuchen wir es mal mit Nahkampf. Ja, die Schilde müssen wir erst zerstören. Okay, jetzt können wir Schaden machen wieder. Schilde kaputt. Schildernsturm? Ja. Okay. Wenn wir ihn so in die Zange nehmen können, ist nicht schlecht. Und bewachen mit Schildbonus. Auf alle Umstehenden. Sehr gut. Jetzt könnte es was werden, wirklich. Vielleicht noch eine Illusion daneben pappen, dass er die angreift. Zu weit weg? Ne, jetzt.
Normalerweise greifen dann die Gegner immer die Illusion zuerst an. Was nicht schlecht sein könnte jetzt für uns. Ja, Schaden gut. Jawohl, wir haben ihn. Aber jetzt, ja. Wie gesagt, zweiter Versuch. Neuer Gegner. Formorian Monsters und... Wenn es nur das wäre. Nein. Leider nicht. Hä? That spear went too deep. Naja. Balor's curse poisoned Arthur's soul. The dragon of the Pendragons has turned into a Fomorian beast. In ein Fomorian Dragon. Okay. Jetzt haben wir es gleich nochmal in grün mit einem Drachen. Also das war bisher bei allen Bosskämpfen so, man muss ihn zweimal besiegen. Er verwandelt sich immer nach dem ersten Down in was anderes. Und so auch hier. Aber nett gemacht, der Drache, wirklich. Also ich bin immer wieder erstaunt, was die Grafiker so gezaubert haben. So, Feenritter. Du kümmerst dich mal so ein bisschen um die Monster. Ah, schon wieder nicht gekillt. Ich denke auch bei dem Drachen ist Nahkampf nicht gut. Also Fernangriffe weiterhin. Das Beste, erstmal die Rüstung zerstören mit Schwächen. Verwundbarkeit. Aber nicht in den Nahkampf. Don't try this at home. Und ja, Schaden machen. Reicht nicht. Zu wenig Reichweite. Teleporten. Nee, sparen wir uns noch. Aber wir müssen ein bisschen näher ran. Sonst können wir nicht angreifen. So, ich porte mal näher ran. Dann kann ich immer noch ein bisschen weglaufen, hoffe ich. Denn jetzt will ich mal den Eissturm platzieren. Weil wir müssen Schaden machen, wirklich. Ja, genau. Noch genügend Bewegungspunkte zum Entkommen. Ach, ich kann auch umnebelt machen auf die Monster, das ist gut. Und jetzt kann ich immer noch weglaufen. Sehr schön, Merlin. Sehr schön. Also wie gesagt, möglichst weit weg vom Drachen immer. Gerade mit Zauberern. Jawohl, Nebel. Wow, der Drache gefällt mir. Was war denn das gerade? Sie kommen. Die kommen. Ja gut. Ich denke mal, die Monster ist nur jetzt Nebensache. Klar verteidigen, aber der Drache ist das Hauptziel, klar. Aber dafür ist der Feenritter auch gut, dass er mal schnell hin und her porten kann. Und durch sein Eisschild geschützt ist. Ja, der Drache hat noch jede Menge Rüstung und Hitpoints. Wir müssen auf jeden Fall Schaden machen, immer. Sehr schön, viele Rüstung zerstört. Blitz. Alte. Das ist ja quasi unverwundbar. Und... Kraftstoß reicht, bringt nichts.
weit weg. Ja. Zu weit weg. Dann machen wir mal. Na, ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja, nicht schlecht. Man muss natürlich nur aufpassen, wenn der Eisschild weg ist, dann ist er verwundbar. Da muss man wegporten, aber das ist ja auch nicht schlecht. Eigentlich mein absoluter Favorit, der Fienritter. Weil er so schön durch die Gegend porten kann und unverwundbar ist teilweise. Den möchte ich auf jeden Fall nicht missen. So, bewachen Sir Pallas. Sir Pallas macht nicht viel Schaden, aber kann jede Menge einstecken. Tank. Feuerdocher? Reicht nicht. Oder? Nee. Ein Feld zu wenig. Jetzt. Moment. Nee, dann mache ich einen normalen Feuerball. Oh, was macht er jetzt hier so? Ah, Feuerstoß. Gut, dass der Eisfeld an war. Ja, der kriegt kaum Schaden ab, der Feenritter. That's nice. Verwundbarkeit reicht nicht, entfernungstechnisch. Da muss ich auf jeden Fall näher ran. Um die Rüstung zerstören. Okay, läuft nicht so übel. Ich denke, ich habe das richtige Dream Team hier zusammen. I fight for honor. Ja, macht nicht viel Schaden, Sir Pallas. Ich mach lieber bewachen mit Rüstungsboost. Das geht ja auf Sir Morrit dann. Illusion, das ist immer gut. Wohin damit? Zu weit weg. Neben den. Feuerdrache reicht nicht. Nee, 7 Felder, glaube ich. Dann normalen Feuerball. Wenn ich hier hin porte, so und dann den Feuerdrache auf den Drachen. Ja. Okay, nicht schlecht. So, Feenritter, du hast noch dein Eisschild. Und kannst porten, also keine Gefahr. Dann bin ich mal weg. Tschüss. Verlangsame den Drachen, geht das? Ah nee, es geht nicht. Keine Chance. Dann normaler Angriff. Nächste Runde, glaube ich. Ja. Eissturm macht Schaden, gut. Ja, Monster, wir haben so viel Rüstung. Er hat die Illusion zerstört. Alles klar. Kein Thema. So. Es ist verdächtig leicht. Ich traue dem Braten nicht.
glaube ich, sagt man. Ich traue dem Drachen nicht, sagt man auch. So, nach 250 Hitpoints, dann haben wir den Drachen. Es läuft nicht schlecht. Ja, wir sollten uns nicht zu sehr den Monstern aufhalten. Weil die sind ja Priorität B. Nein, nee, es bringt nichts, war ein Fehler. Das war Quatsch. Das war Verschwendung. Ah, Blitzangriff. Na gut. Wir konzentrieren uns ein bisschen auf den Drachen, würde ich sagen. Die Monster können eh nicht viel ausrichten. Momentan zumindest. Gegner auf uns auf Sir Palestine. Plus Rüstungsboost. Ja, ein bisschen Schaden kann er auch machen. So, Merlin. Umnebelt, reicht das? Ja, zu weit weg. Nee, bringt nix. Dann musst du mal ordentlich Schaden machen. Jawohl. Achso, er fliegt weg. Ich dachte schon, das war's. Oh, er ist im Rücken von Merlin. Wow, wie schön der Drache aussieht. Gefällt mir echt gut. Aber Merlin muss da weg. Ah, er kann nicht teleporten. Shit. Eissturm. Oh oh. Merlin muss raus. Eissturmschaden. Ah nein. Flügelschlag. Oh, neuer Monster. Mist. Ja. Ah, Merlin hat's erwischt. Flügelschlag. Okay, er kann porten. Das ist gut. Er muss wegporten, auf jeden Fall. Sonst ist es ein Tod. Ja. Das war die Rettung. Ich denke, damit können wir noch leben. Oh, da ist noch ein kleines Monster. Vorsicht. Gleich mal töten. Und ein Heiltrank. So. Das hätten wir, glaube ich. Mit Merlin haben wir es nochmal hingebekommen. Which one should I take? Ja, wie gesagt, nur mit Nahkampfeinheiten kommen wir da nicht weit in der Schlacht. Also Teleport und Zaubern ist ziemlich gut. Und das kann der Feenritter besonders gut. Backstab und tschüss. Den kriegt man übrigens in einer Nebenmission, den Feenritter. Also es lohnt sich schon, viele Nebenmissionen zu spielen. Auch wenn es manchmal echt, ja, Zeitfresser sind. Wie gesagt, 140 Stunden. Naja, es bringt hier nicht viel. Was für Mordred macht dem Nahkampf auch nicht so viel Schaden. Aber wir haben es jetzt. Gut. Dann können wir uns wieder dem Drachen widmen. Was hat denn das Gift nicht in den Nahkampf? Oh, er fliegt. Wohin? 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 An seinen Platz, wo er Feuer spucken. Okay. Ja, Feuer spucken.
Aber zum Glück nur die beiden Kämpfer getroffen. Ist nochmal gut gegangen. So, jetzt müssen wir den Drachen klein kriegen, sonst dauert das hier zu lange. P64 noch, ja. Wir können uns Nahkampf. Weiß ja nicht. Wenn dann zur Palace. Der Morat ist ja nicht heavy genug für Spott. Bewachen war ich, okay. Vize-Morat auch noch Rüstung. So, Eischild. Und Angriff. Wow. Das bringt was. Ja. Also Magieschaden bringt schon was. Noch 25 Punkte. Illusion ist auch immer gut, aber wir können porten. Näher ran und Angriff. Wir können ihn killen, oder? Jawoll! Er verändert sich. Cool. That was the real meaning of my agreement. Es war meine Pflicht, Avalon zu schützen. Und ich hatte eine Vereinbarung mit der Herrin vom See. Was immer aus der Dunkelheit der Anderwelt kriecht, um das Land zu verschlingen. Ich werde hier sein. Ich schwöre bei der Macht der Herrin vom See und der Götter des alten Glaubens, die mir zuteil wurde, dass ich Avalon beschützen werde. Ebenso wie es eure Vorfahren getan haben. Sieg! Sieg! Man kriegt noch Belohnung. Töte König Artus. Check. Wow. Loot gibt's hier, glaube ich, nicht. Nee, keine Truhe. Dann zurück. Und natürlich ist das Spiel noch nicht zu Ende. Nein. War ja nur der Endfight. Welches Spiel endet schon nach dem Endfight? Sir Mordred kept his promise. The once and future king is gone. Though Avalon has been ravaged by Arthur's nightmares, it prevails. For now. And for the first time in my long existence, I'm experiencing doubt and fear. I was so blind. Arthur brought Balor's poison to Avalon. He was the rot that withered my world. His soul was the sick light that guided Balor back. I fought the Fomorians once and banished them from my land. But instead of sheer force, Balor used deception. The demonic god is coming back from his otherworldly prison. Should I have trusted Arthur, regardless of what he had become? Does it matter now? I chose Mordred, and I will stand by my decision. The fight for Avalon is over. But the battle has just begun. Also, Fortsetzung folgt. Und wie gesagt, man kann jetzt schon weiterspielen. Es gibt nämlich noch ein extra Endgame, was sie kurz nach Release veröffentlicht haben. Also, naja, wie gesagt, ich finde es übertrieben. Nach 140 Stunden brauche ich nicht noch ein paar Wochen später Endgame.
Und also noch ein neues oder extra Endgame. Und ein DLC, The Chained God. Auch noch ein paar Wochen nach Release. Also da haben es die Entwickler echt übertrieben. Weil so viel Zeit in so ein Spiel reinstecken, wer kann das schon? Okay, Kickstarter. Ich habe es ja auch gebackt, aber ich glaube, ich habe meinen Namen noch nicht gesehen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr genau, welchen Level ich hatte. Also nicht so den hohen. Weil ich mir auch ganz am Anfang nicht sicher war, ob das gut ist, aber es war keine Fehlinvestition, im Gegenteil. Aber ich habe keine physischen Rewards. Genau, ein Gott in Ketten. Also die erste Season. Gibt ja so eine Art Season Pass. Und wer nach 140 Stunden immer noch nicht genug hat. Die Geschichte von Zamorod und König Arthur ist vorerst beendet, doch in der Endphase erwarten dich neue Missionen. Und da muss man den Balor-Gott besiegen, anscheinend. Ich werde wahrscheinlich noch ein Fazit machen zu dem Spiel. Aber jetzt reicht mir auch erstmal nach 140 Stunden. Aber ich muss sagen, Hut ab vor den Entwicklern. Also, Wahnsinn. Punkt. Tschüss. Argonaut. Danke fürs Zusehen. Wenn du meinen Kanal dezent unterstützen möchtest, dann abonniere doch diesen. Natürlich kostenfrei. Vielen Dank.